haben wir halt beim ASV Loh. Wir haben einen Ganzjahressportverein. Wir haben, egal ob Winter oder Sommer, wir haben von Fußball bis Asphaltschießen, Frauensport, Tennis, Ski, wir haben für das ganze Jahr Sportprogramm anzubieten. Unsere Abteilung Ski besteht aus 450 Mitgliedern. Zu den ausgebildeten Übungsleitern kommen noch ca. 15 Helfer und Neuanfänger, die wir an den Verein heranführen als neue Übungsleiter. Dass die Kinder Sport haben, Bewegung haben, Spaß haben, das ist unser Hauptaugenmerk. Wir haben derzeit ca. 50 Kinder im Trainingsbetrieb und 30 bis 40 Erwachsene. Wir haben vor ca. 6 bis 8 Jahren sehr großes Augenmerk auf die Jugendarbeit gelegt, weil wir wissen, dass die Jugend einfach unsere Zukunft ist. Also im Jugendbereich begleiten wir von der F-Jugend bis zur C-Jugend, wo eine Spielergemeinschaft mit den SV Auerbach besteht. Im Seniorenbereich für die zweite Mannschaft haben wir ca. 20 Mann. Wir vom ASV haben auch die Sparte Frauensport. Wir haben Teilnehmerinnen von 12 bis 80 Jahren in zwei Gruppen unterteilt. Immer den ersten Dienstag im Monat haben wir dann eine Klangschalenmeditation, die wir noch mit anbieten. Die außersportlichen Aktivitäten sind einfach ein Zugewinn für mich persönlich. Wir waren in der Bundesliga mit eigenen Leuten, also mit einem kleinen Dorfverein. Für uns steht eigentlich jetzt mehr der Spaß im Vordergrund. Man sagt, wir haben ältere Mitglieder wie der Vater, der ist 71, ist auch noch ehrgeizig dabei. Was uns daraus sein, ist der Zusammenhalt. Ich habe da Heimat gefunden, das, was mir gegeben worden ist, das werde ich gerne andere auch wieder geben. Und wenn man sieht, was da die letzten Jahre vorangegangen ist, da geht einem das Herz auf.